An einem Abend am 14. September hat bei mir das Telefon geläutet. Das war ein Feueralarm. In diesem Moment ist man natürlich schockiert. Man denkt nie, dass es irgendwann einmal brennen kann. Man glaubt das einfach nicht. Ich arbeite bei Metallizzazione S.A. Wir sind im Lackierbereich tätig und ich bin der Leiter der Firma. Nel danno da incendio devo dire che la difficoltà principale riguardava sicuramente il danno materiale come cifra, ma soprattutto il danno economico per l'aspetto della produzione. Wir standen eine Zeit lang still mit der Produktion. Wir mussten niemanden entlassen. Aber eben, das waren schwierige Zeiten. Unsere Anlagen funktionierten zum Teil nicht. Da mussten wir alles rekonstruieren. All'inizio abbiamo stimato un'entità totale dei danni di circa 2 milioni. Con la collaborazione del nostro perito abbiamo innanzitutto pensato a limitare i danni e a garantire la continuazione della produzione. E in seguito ci siamo concentrati sulla riparazione vera e propria dei danni materiali. Zürich war eine großartige Versicherung. Sie haben sofort einen Experten geschickt. Wir konnten sofort die ersten Maßnahmen vereinbaren, dass wir zum Teil wieder arbeiten konnten in den Bereichen, wo kein Schadensfall entstand. Und wir haben dann den ganzen Wiederaufbau miteinander organisiert. Das war wirklich großartig. Zürich hat uns super unterstützt in dieser Sache. Und dass wir heute noch da sind, müssen wir wirklich Zürich verdanken.